und ich raste aus! Wach auf, Nathan! Guten Morgen, Kai. Guten Morgen, guten Morgen. Morgen, das reicht auch, wenn du es einmal sagst, Whisper. Mann, immer dieses Redundante hier. Immer wieder wiederholt man sich hier. Langweilig. Was steht denn heute auf dem Plan? Naja, ich muss einfach ständig an den Yokai in Drakis Kristallkugel denken. Draki meinte, dass Yokai in die Menschenwelt eindringen wollen, oder? Doch, ein Yokai braucht die Erlaubnis des großen Enma, um herzukommen. Doch den sehen wir wahrscheinlich erst in Yokai Watch 3. LOL. Sieht wirklich so aus, als ginge in der Yokai World etwas Großes vor sich. Warte mal kurz, der erste große Enma oder generell Enmas, die haben doch sowieso erst ihre Hauptrolle in Yokai Watch 3, so wie ich das gehört habe, oder? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Kai, dein Freund ist hier. Wirklich? Wer? Oh ja, unser bester Freund, natürlich, klar, also neben Freddy und Bear, unser bester Freund, ja. Oh, hallo Lukas, was gibt's? Wir sehen dich gerade hier zum dritten, vierten Mal im Let's Play, mein bester Freund. Hi Kai, ich wollte mal kurz mit dir sprechen. Ich hab da ein Geheimnis, schon seit einer Weile und... Ich weiß nicht, mit wem ich sonst reden soll, du hältst mich sicher für verrückt, aber ich sehe Dinge, diese kleinen, komischen Dinger, überall. Merkwürdige Kreaturen, ich weiß nicht, was genau die sind. Und da ist jetzt sogar direkt eines hinter dir. Moment mal, Lukas kann mich wirklich sehen? Ah, es spricht! Ach du heilige Scheiße, meine Stimme hört er auch. Eine seltsame Situation. Eine Yokai Watch oder so scheint er auch nicht bei sich zu haben. Hey Kai, es redet mit dir. Du kannst es auch sehen? Also, ja. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber heute Morgen hatte ich einen Traum. In dem Traum hängen wir beide halt rum, du weißt schon. So an einem Baum, mit einem Strick, du weißt. Ja, das ist schon irgendwie ziemlich strange, oder? Lol. Und dann gehen wir an einen Ort namens Yokai World, oben am Waldberg. Wir gelangen da mit einem Schlüssel hin, den ich seit meiner Kindheit habe. Sieh an, sieh an, sieh an! Heute bin ich mit diesem Gefühl aufgewacht, dass ich unbedingt dahin muss. Und ich dachte, dass du mir dabei vielleicht helfen kannst. Was meinst du, Kai? Sollen wir uns mal am Waldberg umsehen? Vielleicht will dein kleiner Freund ja auch mit. Aber natürlich, Lukas. Der Yokai Butler Whisper steht zu deinen Diensten. Den Traum musst du wegen einer Störung in der Yokai World gehabt haben. Da muss irgendwas ziemlich Heftiges vor sich gehen. Das macht eine äußerst gründliche Untersuchung erforderlich, ja? Whisper hat recht. Wir sollten uns das mal ansehen. Der Ort in meinem Traum war hinter dem Schrein auf dem Waldberg. Ist das nicht dort, wo der heilige Baum steht? Ja, ich glaube, ich erinnere mich an einen großen Baum. Also, langsam fühlt sich das wirklich an wie ein Hauch von Schicksal. Ich erkläre später mehr, aber jetzt lasst uns erstmal zum Waldberg gehen. Werden wir tun. Und damit, willkommen zu Yokai Watch. Lebt wohl, Yokai. Das scheinbar letzte Kapitel des Spiels. Jedenfalls, was die Hauptstory anbelangt. Und ich weiß, viele schreiben mir in die Kommentare... Achso, ich dachte, ich könnte irgendwie den Mülleimer irgendwie ansprechen. Viele schreiben mich an, Kai, mach doch jetzt mal irgendwie den ersten Legendärer des Spiels, hol dir Shogunyan und so. Aber ich will mit den legendären Yokai eigentlich erst anfangen, wenn ich die Hauptstory durch habe, wisst ihr? Weil dann habe ich ja mehr diesen Drang und diesen Willen, diese Off-Story-Dinge durchzuziehen. Wie zum Beispiel die Quests, die es in diesem Spiel gibt. Ich habe in diesem Spiel... bisher nur die standardmäßigen Quests gemacht, die man halt machen kann. Dazu gehören auch die Bitte-Quests und, ja. Eigentlich würde ich da auch ganz gern bei verweilen, die auch nach der Hauptstory zu machen. Also die ganzen Bitte- und Gefallen-Quests und so. Das ist der Traum, der Ort aus meinem Traum. Von diesem Punkt aus bin ich in die Yokai World gelangt. Kann das möglich sein, Whisper? In der Tat kann es das. Lukas spricht eine Art prophetische Wahrheit. Genau genommen ist das da drüben nämlich ein Yokai-Aufzug. Stell ihn dir als Brücke zwischen Menschenwelt und Yokai-World vor. Das ist etwas kurzfristig, aber wie wäre es mit einem Ausflug in die Yokai-World? Können wir machen, aber ich würde eigentlich ganz gerne erstmal in den Sauna-Club und vorher noch vielleicht mal am Yokamaten drehen. Aber ich glaube, das schaffen wir heute nicht. Kommen wir von hier aus wirklich in die Yokai-World? Natürlich. Alles, was wir tun müssen, ist, es ist irgendwo hier.
Hier ist es ja. Jetzt, Lukas, wenn ich bitten dürfte. Also, ich muss nur das hier aufschließen, richtig? Ja. So ist es, Boots. Und damit... Ja, guten Tag, Insomnina. Du kannst direkt in mein Team kommen, wenn wir dich für Shogunyan brauchen. In Yo-Kai Watch 2 haben wir sie für Shogunyan gebraucht. Mal gucken, ob das in diesem... Ja. Spiel auch der Fall ist. Hallo, die Herrschaften. Willkommen am Yo-Kai-Aufzug. Der wird uns im Handumdrehen in die Yo-Kai World bringen. Wow, dann nichts wie los. Nächster Stock, Yo-Kai World. Sorry, dass ich gerade eben so ein bisschen geschwiegen habe, aber ich habe mir einfach vorgestellt, wie es wäre, wenn es zu Yo-Kai Watch eine neue Staffel geben würde. Also, wenn eine weitere Staffel hier in Deutschland synchronisiert werden würde. Boah, ich würde einfach jeden dieser ganzen Charaktere sprechen wollen. Weil, naja, wisst ihr, ich sitze hier gerade vor diesem Mikrofon und spreche das Ganze um 23.42 Uhr am Samstag, den 14. April ein und eigentlich, weiß ich nicht, ich kann mir auch vorstellen, wenn ich irgendwie in der Booth bin, ja, in irgendeinem Synchronisationsstudio und würde dort halt vor dem Mikrofon stehen, ich kann mir vorstellen, wie enthusiastischer ich an diese ganze Synchronisierungssache rangehen würde und dann würde ich einfach jeden Synchronsprecher in Deutschland momentan zerreißen. Ankunft in der Yo-Kai World, ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Das ist also die Yo-Kai World. Das ist total seltsam. Das ist genau so wie in meinem Traum. Es fühlt sich irgendwie so vertraut an. Yo-Kai in diesen Ort schon seit Anbeginn der Zeit hier zu Hause. Schon ein bisschen anders als die Menschenwelt, oder Kai? Ich weiß nicht warum oder wie Lukas diesen Ort im Traum gesehen hat. Aber der Yo-Kai aus der Kristallkugel muss hier irgendwo sein. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er in die Menschenwelt eindringt. Worauf warten wir noch? Ja! Ohne Witz! Gut, besiege den bösen Yo-Kai. Let's go. Die Yo-Kai müssen wir nicht ansprechen, das ist vollkommen egal. Aber wir können erstmal speichern. Oder uns erstmal heilen, das ginge auch. Und dann geht's jetzt rein in die Yo-Kai World. Wisst ihr Bescheid? Wie gesagt, mit den ganzen Yo-Kai muss ich nicht sprechen, das ist irrelevant. Das habe ich schon in Yo-Kai Watch 1 getan, also in meinem ersten Let's Play. Guckt's euch da an, wenn ihr wissen wollt, worüber die ganzen Yo-Kai hier sprechen und worum es geht. Kai, da steht jemand oder etwas. Viptoruru. Oh, an den erinnere ich mich. Kai, was denkst du dir dabei, ihn hierher zu bringen? Er ist unsere letzte Hoffnung gegen McCracken. Kai, der Typ ist ziemlich wütend. Was hast du ihm getan, du Schwein? Nichts. Unter gar keinen Umständen können wir ihn noch weitergehen lassen. Er muss diesen Ort verlassen. Entweder aus freien Stücken oder mit Gewalt, du kleiner Jacuzzi. Scheiße! Wir müssen gegen Viptor kämpfen, was geht? Und gerade jetzt fehlt mir natürlich mein Touchpin. Da ist er ja. Okay, lass uns ihn wegrotzen. Aber ich glaube, wir können ihn nicht befreunden, oder? Nee. Und er macht direkt seine Achterschlange. Was geht denn bei dem ab? Der will auf die Kacke hauen. Aber ich denke mal, die Ulti-Seel von Kryo und der Typ sollte eigentlich, ja. Schaschlik sein. Wobei, der hält verdammt viel aus. Ach du heilige Scheiße! Was machen wir denn nun? Wir werden mal sehen, aber zuerst mal alle Ulti-Seels durchdrücken. Und dann würde ich sagen, nochmal die Ulti-Seel von Drücke, Bruder! Und dann auch nochmal von Flederhaus und dann sollte er vielleicht mal liegen. Und dann, wenn wir Zeit haben, ist auch noch Petzmeralda dran. Das ging daneben. Willst du mich abziehen, Alter? Ey, wir treffen da gerade gar nichts hier. Wer ist das denn? Ich glaube, du hast nicht mal alle... Weiß ich nicht. Haare an deinem Kopf. Du vollhaariges Etwas. So, er ist niedergeschlagen. Das nutzen wir aus. Wobei, er macht seine Achterschlange. Na, dass uns Shibana dabei gerade ja, nicht wegstirbt, ne? Aber wir stoppen die Ulti-Seel einfach... Schon zum zweiten Mal. Was geht hier ab? Heil doch jetzt! Geht doch.
So, aber ja, schon am Anfang des Kampfes hat er halt seine Achterschlange machen wollen. Und jetzt ist er einfach wieder geklatscht. Und wir haben die Ulti jetzt schon wieder abgebrochen. Wir sind einfach krass. Muss man sagen. Oh, gut, dass er Shibanyan angegriffen hat und nicht Petzmeralda. Sonst wäre die nämlich jetzt gestorben. Ich hätte sie heilen können, aber ja, mein Gott, wozu? Boah, der weicht ja so krass aus. Was geht? Aber er pusht auch sein Tempo krass. Das ist auch bei ihm nicht schlecht. So. Komm, jetzt aber nochmal hier einmal Schläge austeilen. Und bye. Lol. Der hat ja gar nichts drauf. Okay. Und damit gäbe es auch ziemlich leckere Level-Ups. Nicht schlecht. Übelst verdient. Aber ich habe von meinem Yokai-Team auch nichts anderes erwartet. Na gut, du gewinnst, aber ich übernehme keine Verantwortung für die Folgen. Hey, wer bist du denn überhaupt? Warum hast du mir geholfen? Wir müssen weiter. Lässt du uns vorbei? In Ordnung, Kai. Machen wir es auf deine Art. Pass gut auf dich auf, Lukas. Hä? Ich? Was? Wenn ihr weitergehen wollt, musst du die Wahrheit erfahren. Ich erzähle euch, was zwischen Menschenwelt und Yokai World passiert ist. Diese Welt war einst ein friedlicher Ort, unter der Herrschaft des großen Enma. Zwar leben wir länger als Menschen, aber auch unser Leben geht zu Ende. Als der große Enma verschied, übernahm finstere Yokai die Kontrolle. Vorsitzender Tentaculus McCracken und seine Partei kamen an die Macht. Ich war eingesperrt und hatte von all diesen Vorgängen keine Ahnung. Der große Enma wollte eine Welt, in der Yokai und Menschen Freunde sind. Deine Yokai Watch wurde genau zu diesem Zweck gemacht, Kai. Als er starb, gab er seinen Wunsch an seine Untertanen weiter, aber dann wurde McCracken Herrscher und stürzte unsere Welt ins Chaos. Aber das hat ihm nicht gereicht. Jetzt will er auch über eure Welt herrschen. Also deshalb haben diese bösartigen Yokai eine Invasion geplant. Damit hast du absolut recht. Alles eine Folge des Chaos in der Yokai World. Wurde ich deshalb auch von so vielen Yokai-Albträumen geplagt? Der große Enma hatte einen Sohn, aber dessen Macht war noch nicht erwacht. Er war unsere Hoffnung. Wir mussten ihn so lange in Sicherheit wissen, wie wir konnten. Wir halfen ihm, in die Menschenwelt zu flüchten und löschten sein Gedächtnis. Wir wollten ihn beschützen. Es musste sein, damit McCracken ihn nicht findet. Und das ist jetzt der Typ hier. Ich habe seinen Namen vergessen. Simon oder wie hieß er nochmal? Lukas, stimmt. Wie komme ich auf Simon? Ich weiß es nicht. Das kann nicht sein. Du sprichst von mir. Heißt das, dass Lukas auch in Yokai Watch 3 zum großen Enma wird, oder was? Ganz genau. Und Kai, anders als andere Menschen hast du die Existenz von uns Yokai akzeptiert. Daher nahm ich an, dass Lukas, Sohn des großen Enma, bei dir sicher wäre. Kai, du musst einen Weg finden, um McCracken zu besiegen. Das werde ich. Ich bin froh, dir mein Vertrauen gegeben zu haben. Ich bin dir sehr dankbar. Wenn du beim Kampf meine Hilfe brauchst, dann ruf einfach nach mir. Ja, Viptor, Brudes! Geile Sau, wir sind mit ihm befreundet, ja. Ja, nice. Viptor. Guten Tag. Ja, ich würde sagen, erstmal nach einem würdigen Abonnenten suchen, der es verdient hat, nach Viptor benannt zu werden, denn Viptor ist jetzt mal nicht so der Yokai von nebenan oder er ist jetzt kein 1000-Mann-Gesicht, das ist ein S-Rang-Yokai und den werden wir auf jeden Fall ins Team packen. Und ich weiß nicht, wen ich raustun soll. Ich überlege, Shibanyan rauszutun, aber... Na gut, ich würde sagen, wir benennen... Ui. Ich habe zwei Leute gerade hier in der Auswahl und ich würde sagen, ich benenne jetzt gerade einfach mal Wikipedia, obwohl ich nicht weiß, ob ich sie schon benannt habe. Also ich glaube, in Yokai Watch 2 habe ich sie schon mal benannt, aber das Ganze ist ja schon jetzt knapp ein Jahr her locker. Jedenfalls glaube ich echt, dass ich Wikipedia bisher noch nicht benannt habe. Ich habe mir damals in Yokai Watch 2, weil so wirklich so viele zugeschaut haben, eine Liste gemacht mit Leuten, die ich halt benennen möchte in diesem Spiel. Und ja, was soll ich Ihnen sagen, Alter? Ich bin einfach wirklich ausgerastet. Hab mir wirklich ein ganzes Notizheft vollgeschrieben mit Leuten, die ich benennen will. Und hier ist es alles nach diesem Gedächtnis halt, ne? Also FF-Style. Was?
Was soll ich machen? Lukas, ich glaube, du kehrst am besten zurück in die Menschenwelt. Überlass den Sturz von der Kraken ganz Kai. Wenn das alles hier vorbei ist, werden wir dich brauchen. Okay. Ich warte vor der Schule auf euch. Ich werde Lukas begleiten, damit er sich dorthin sicher begibt. Viel Glück. Das ist eine ziemlich große Verantwortung, Kai. Das Schicksal zweier Welten liegt in deinen Händen, aber du weißt schon. Fühl dich nicht unter Druck gesetzt. Lass uns beim Kampf gegen McCracken einfach alles geben. Ich bin soweit. Ja! Okay, besiege den bösen Joker. Das werden wir auch tun. Aber ich würde erstmal gucken, dass wir uns Viptor gönnen. Wenn es überhaupt geht, weil er hat ja gerade eben gesagt, dass er Lukas zur Schule begleitet. Und es wäre geil, wenn wir ihn jetzt ins Team packen können. Wir können ihn ins Team packen. Und er ist einfach Level 35, ey. Entweder ich bin total unterlevelt oder wir bekommen verdammt überlevelte Yokai. Was geht? Okay, also, ja, ich weiß nicht. Ich überlege, Kumas dann rauszutun, weil klar, sein Geist ist richtig nice und so. Und auch ansonsten ist er auch schneller als Shibanyan. Aber, ich glaube, ich packe Kumasan raus. Es tut mir leid, Brudes. Ach du meine Spiralen, Brudes. Ja, es tut mir leid, wie gesagt. Und wir haben hier auch natürlich jetzt ganz schlau, natürlich, es war unterbewusst, eine schöne Glitchika-Brücke. Zwei Glitchika sind vereint, das gibt einen schönen Boost. In was auch immer. Na gut, Möterbrudes, aka Random, das ist doch Random Bart. In der Yokai World sind neuerdings zwielichtige Gestalten unterwegs, verkläfft und zugenäht. Na sicher doch, zwei Labernasen, läuft bei euch. Aber, ist das nicht der, den man in Yokai Watch 2 im Endlos-Tunnel bekommen konnte, bei Tür 16 oder so? Wenn ich recht informiert bin... Krass, dass es den hier gibt. Willst du mitkommen? Willst du schmusen? Gargaros! Halt ein! Ich bin Gargaros, einer der Elitewächter des großen Enmar. Auch wenn der große Enmar nicht mehr ist, werde ich ihm immer loyal sein. Wenn du einzutreten wünschst, dann bereite dich auf mein Urteil vor. Komm rein, Bruder. Lol. Okay. Ja, und was ist jetzt? Hast du mich jetzt lange genug angestarrt? Also, wie viele Quests hast du bisher abgeschlossen? Was? Vier? Scheint, als sorgtest du dich nicht genug um diejenigen um dich herum. Wie konnte ich nur so einen Egoisten in das Reich des großen Enmar lassen? Verlasse diesen Ort, geh und diene, bis du zu schwach bist zu dienen. Hey, was soll der Scheiß? Nein, mach keinen Witz, mach mal keine Harrekets jetzt. Willst du mich verarschen? Ey, wie viele Quests muss ich denn jetzt machen? Ja, das ist natürlich geil. Die Frage ist, wo falle ich jetzt zurück? Okay. Eigentlich nicht schlecht, dass wir hier sind, weil hier wollte ich sowieso hin, aber... Jetzt mal ohne Scheiß. Muss ich echt genug Quests erledigt haben, damit ich da durchkomme? Also wenn das so ist, dann... Leck mich! Lecker. Doppelburger. Aber der ist mit Fleisch. Ja, so geil, ich bin satt, ja. Ja, das Ding ist nämlich hier, alles ist voll mit leckeren Leckereien. Lol. So, jetzt ist die Frage. Gibt es hier nicht irgendwo eine Quest oder so? Weil ich kann mir vorstellen, dass es hier im Hungerpass oder bei den anderen Stellen Orte gibt. Also es gibt hier in der Yokai World solche unterirdischen Orte. Es gibt den Hungerpass, es gibt, glaube ich, den Lügenberg oder so. Und dann noch irgendwie, dann noch irgendwas anderes. Und dort hast du halt die Möglichkeit, das habt ihr mir auch in die Kommentare geschrieben, zum Beispiel Drachenfürst anzusprechen oder... Glazia, um halt diese Items zu bekommen, damit du halt aus zum Beispiel Draki oder aus... Wie hieß die eine nochmal? Ich habe ihren Namen vergessen. Ja, ich suche nach einem Yokai und gucke in die Itembörse rein. Läuft bei mir. Lecker. Wo haben wir die Gute? Hier. Frostina hieß sie, glaube ich. Also, worauf ich hinaus will. Lange Rede, kurzer Sinn.
Hier bei diesen Orten oder in diesen Orten gibt es halt Stellen, an denen bestimmte Yokai sind, mit denen du kämpfen musst, damit sie dir ein gewisses Item geben. Und ich frage mich, ob das jetzt hier ist, ob jetzt hier ein solcher Ort ist oder ob das erst im nächsten Untergrundbereich ist, dieses wahrliche Gebiet. Das ist aber die Frage, ne? Wie komme ich da hoch? Ich würde ganz gern da hochkommen, aber irgendwie ergibt sich mir gerade nicht die Möglichkeit dazu. Ist hier irgendwo so random in der Wand ein Weg oder was? Warte mal kurz. Also hier ist schon mal nichts. Hier ist auch nichts. Also das muss doch irgendwo von hier aus passieren, aber der Weg ist halt abgesperrt. Da kommst du nicht durch. Und hier kommen wir nur hier hin. Dort, wo wir auch schon waren. Splittet sich der Weg hier irgendwie in zwei Hälften? Nö, tut er nicht. Wie kommen wir da bitte hoch? Genau das gleiche habe ich mich auch in Yo-Kai Watch 2 schon mal gefragt. Und jetzt bin ich an der gleichen Position und denke mir so... Ja, lol! Geil! Dass wir da nicht hochkommen. Schön. Schöne Scheiße. Vielleicht fällt man da aber auch irgendwie runter. Das kann natürlich auch sein. Also ich hoffe es jedenfalls. Gut, hier ist auch nichts. Dann würde ich sagen, wir gehen weiter. Ja. Problem hier an der ganzen Sache ist, ich kann hier nicht speichern. Also, ich sag mal so, das Spiel hätte hier auch gut und gerne mal etwas einfügen können, das sich Aokai nennt. Nur mal so nebenbei, ne? Ich will ja keinen angucken. Nicht wahr, Akihiro Hino? Dass das ganze hier Level-Design technisch absoluter Rotz ist. Weil man möchte auch mal hier auf die Idee kommen zu speichern. Und dann schließt uns hier so ein Ort ein und lässt uns hier, keine Ahnung, die Minuten rumgehen, damit wir hier vorankommen. Obwohl wir eigentlich Pause machen wollen würden. Und ohne Scheiß, ich würde jetzt eigentlich schon ganz gerne Part beenden. Dann ist das nicht so ganz geil. Aber er hat es ja in Yo-Kai Watch 2, glaube ich, besser gemacht. Ja, da ist einfach mal eine Truhe. Hätte man die von links gesehen? Weil da war ja links so eine wunderschöne Sahneblockade. Ja, keine Ahnung. Wer bist du denn? Genug. Ich bin gut jetzt leid. Ja, irgendwann ist noch mal genug, ne? Ich verstehe dich da vollkommen. Ach du Scheiße, habe ich mir heute bei Alliance den Bauch vollgeschlagen, ne? Es gab irgendwie am Anfang selbstgemachte Raps. Also nicht diese Sprechgesangsartisten-Raps, sondern ihr wisst, ne? Oh, krass. Wobei, am Anfang gab es halt keine vegetarischen Raps für mich. Da gab es halt nur Thunfisch und Chicken. Und der Barkeeper hat extra für mich feinste vegetarische Raps gemacht, Alter. Ehrenmann. Ohne Scheiß. Wenn du das sehen solltest, Barkeeper von Take TV... Du weißt Bescheid. Ich küsse deine Barkeeper-Hände. Oh, ich habe nichts gesagt. Hier kann man speichern. Und hier machen wir auch direkt mal das... Ja, was ich schon seit 10 Minuten oder seit 5 Minuten machen wollte. Und zwar beenden wir hier den Part. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von Yo-Kai Watch sehen wollt, dann abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein und ciao.